Im Gedenken an den 72. Jahrestag der Wiedererrichtung der Republik Österreich haben sich die Mitglieder der Bundesregierung am Mittwoch am Wiener Heldenplatz versammelt. Im Weiheraum und vor der Krypta des äußeren Burgtores legten Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner einen Kranz nieder. Der Tag erinnert an den 27. April 1945. Da hatten die an der provisorischen Staatsregierung beteiligten Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Die Republik war darin als wiederhergestellt, der Anschluss an Nazi-Deutschland für null und nichtig erklärt worden. Am 8. Mai wird dann am Heldenplatz mit einem Gratiskonzert der Wiener Symphoniker das Fest der Freude gefeiert. Es jährt sich zum 72. Mal die Kapitulation der deutschen Wehrmacht.